oder den Anbaut. Und zweimal gehackt. Das Wort ist, glaube ich, Atacama. Vorfrucht des Meers. System mit, das sind 60er Dämme, um die 200, Saatmenge um die 200 Kilo pro Hektar. Genau. Warum 200 Kilo? So nicht, das ist, weil eigentlich die Buschbohnen und Sojabohnen, die Stangenbohnen, sollten dicht stehen, nicht horstweise am besten. Deswegen die Name Buschbohnen, weil wir haben immer ein Horstweise. Ne? Weil ich habe einmal drei Saatstärken. Eine war ungefähr die empfohlene Menge, andere war weniger als empfohlene Menge und andere war genau doppelt so viel. Und das war ein Buschbohnen für eine Firma in Holland zum Einfrieren. Und es war so, dass ich habe das ganze Feld rundherum angebaut und in der Mitte geendet. Und deswegen habe ich auch angefangen, so rundherum zu anbauen. Dann, als ich gemerkt habe, habe ich rundherum angebaut. Da schwache Menge, also mit weniger Menge, dann ungefähr die empfohlene Menge und dann weniger. Und dann war zu viel auf dem Tank noch, und da habe ich wieder rundherum nochmal angebaut. Und ich hatte noch mehr hochgedreht die Maschine, weil ich wollte die ganze Menge rausbringen. Ne? Gut, kam die Mähdrescher und hat eine Runde gemacht. Es war sofort voll, den Tank. Hat mir der Mähdrescherfahrer, du musst noch mehr Hänger holen, sonst passt nicht das ganze Feld auf den Hänger. Und da hatte ich ihm gesagt, nein, die Mitte ist nicht so. Es ist so, dass in die Mitte, wo sozusagen einzelne Pflanzen standen, waren noch manche am Blühen und die hatten ganz wenige Schotten. Und wo ungefähr die empfohlene Menge, da fand man keine mehr am Blühen, aber jede einzelne Pflanze hatte weniger Schotten, als die dichter gesät habe. Und da für mich war die Bestätigung, weil da habe ich es bewusst gemacht, weil ich wusste, dass eigentlich überall, es wurde so früher angebaut. Da habe ich mir gedacht, es kann es nicht sein, dass überall in allen Ländern die Bauern mal so dumm, dass so auf diese Weise angebaut haben. Auch hat er über die Indianer Anbau von die Diana anbauten, seine verschiedenen Kulturen, und die hatten auch so angebaut. Und das ist interessant. Interessanter war gleich bei den Keimen, wenn rauskommen aus dem Boden. Die Buschbohnen sind sehr empfindlich. Bei den Rost, braunen Rost oder so, denke ich, heißt, dass gerade wenn aus dem Boden rauskommen, die werden so wie rostig, wie den Kern, den Trieb ist kaputt. Und
Und da, wo ich Dünung gebaut habe, manchmal war sogar ein Meter lang, eine nach der anderen kaputt. Oder mindestens die Hälfte kaputt von den Pflanzen. Und wo die empfohlene Menge gesät habe, das waren auch das zu sehen, aber viel weniger. Und wo ich doppelt so viel gesät habe, war selten eine Pflanze so mit dieser Rost gefunden. Ja, und deswegen, das habe ich schon seit Jahren angefangen so zu empfehlen, die Sojabohne auch so anzubauen. Und es gibt mittlerweile jemand, ich denke, hier ist, aber in Niederösterreich, die hat sogar, wie viel hast du, die höchste Ertrag? 6 Tonnen. 6 Tonnen. 2020 oder was? Genau. Und deswegen schon, es gibt einige Kunden, die so versuchen, dichter zu machen, so wie jetzt. Und sieht man es. Gut. Ja. Und man sieht es, dass die Schottenbildung, der Schottenansatz ist höher, wenn man dichter sieht. In der Fentag von Gersten im Burgenland haben wir so ungefähr gemessen, so um die 5 bis 10 Zentimeter, wenn es einzelne Pflanzen oder dichter standen, die Unterschied. Ne? Und auf diese Weise kann man den Ertrag erhöhen und die ganze Ertrag ernten, ja, weil man besser trischt, alles durch den Trischer geht. Okay, aber es gibt immer noch welche, die nicht auf Dammsohe anbauen. Holen, wie geht man jetzt vor, bevor man dann Soja anbaut? Egal, Soja oder Mais, am besten ist, den Damm schon vorher, vor einige Wochen schon aufgebaut haben. Am besten wäre es sogar vor dem Winter. Mhm. Ne? Und dann nach dem Winter einmal aufreißen und wieder an die gleiche Stelle lassen. Und das ist gut, weil die Garentwicklung ist viel intensiver. Der Boden erwärmt sich mehr, so wie im Winter auch kälter wird. Genau da im Frühjahr beginnt sich schneller zu erwärmen. Und es kommt schon früher eine intensivere Unkrautwelle. Das ist auch gut, wenn man schon vor der Saat eine oder sogar zwei, vielleicht die zweite Unkrautwelle bei der Saat, das wird weggemacht. Und dann keim nicht mehr so intensiv. Aber das ist gut, das zu machen, aber es ist nicht unbedingt notwendig. Es klappt auch, wenn im Frühjahr die Bodenbearbeitung gemacht wird, also bei Betrieb, die gerade umstellen. Es gibt immer wieder manche, die im Frühjahr anfangen mit wollen Soja und Mais anfangen. Haben wir auch hier angefangen, das erste Jahr. Der Mais, die da ein bisschen weiter rüber angebaut wurde, in diesem trockenen Jahr. Und es war eigentlich nach Distel und Quecke verfrucht, konnte man sagen. Weil er hat gehabt Erbsen, aber hat nur 500 Kilo getroschen. Also nichts. Und trotzdem haben wir die Soja dieses Jahr und den Mais mit gutem Erfolg geerntet. Und da ist, wo dieses Video gedreht wurde, wir gedreht haben, die Wurzel so ausgeritzen haben. Eine 3 Meter lang haben wir
mit dem Frontlader eine Stange und an der Stange so jede Pflanze mit einem Gürtel festgemacht und dann auf einmal hochgezogen. Und es kam, ich denke, waren gute 30 cm hoch hängen vom Boden an die Wurzel. So gut verwurzelbar. Aber ist besser so, wenn man schon vorher, vor dem Winter, die Dämme gemacht hat. Das ist klar. Wichtig ist das, dass vor dem Winter schon die Dämme da gemacht werden. Und dann im Frühjahr für ganz frühe Möhren zum Beispiel oder Zwiebeln, dass man also auch schon vor dem Winter schon, wenn eine Zwischenfrucht da gewesen ist, schon abgemacht. Und dann nach dem Winter braucht man nur ein bisschen mit den Kronenräumer wegschleppen und dann reinsehen. Und für die späteren Früchte dann ist zu empfehlen, nach dem Winter noch einmal den Damm aufreißen und wieder an die gleiche Stelle lassen. Dann kommt schnell eine Belebung in den Boden. Also, und durch diese Belebung in den Boden entsteht mehr Kohlendioxid auch. Und das fördert das Keimen der Unkräuter. Die Unkräuter reagieren an mehr Konzentration von Kohlendioxid im Boden. Deswegen auf den Damm kann man auf diese Weise ganz gut mit diesem Prinzip arbeiten als Unkraut vor Reinigen sozusagen im Boden, bevor es die Kultur kommt. Und dann kann man natürlich für späte Möhren, und die werden jetzt gesät oder vor einer Woche schon gesät, also bis dahin kann man gute 3 oder sogar 4 Unkrautwellen weg haben. Und dann ist keine Unkraut mehr. Die kann man wirklich auch so eine Kultur unkrautfrei anbauen. Ja. Aber in einem Artikel, die meisten habt ihr schon bestimmt genommen, da zu lesen ist auch da diese für die Feinsämereien, also Vorbereitung für Boden und Saat und Pflege. Einigermaßen gut da alles erklärt, wie man in der Dammkultur machen kann. Also ist so, man braucht nicht immer das Rad von neu erfinden. Ich sage euch, es lohnt sich durch diese Erfahrungen, die ich erst von der traditionellen Dammkultur habe und von der Erfahrung, die jetzt durch die Jahre, die schon knapp 25 Jahre mit meinen Kunden gemacht habe. Also es kann man eigentlich, wenn man sich gut informiert, schon, wenn man beginnt, kann man schon sehr gute Erfolg erzielen. Es gibt immer wieder Leute, die denken, okay, in der Darmkultur wächst besser, einfach Darmkultur machen und sehen und dann. Und dann aber der Unkraut wächst auch besser auf den Dämmen. Ne? Und der Erfolg liegt in dem System zu beherrschen. Es reicht nicht nur auf Dämme zu anbauen. Gut, aber es gibt trotzdem, glaube ich, noch welche, die sich nicht ganz sicher sind, die dürfen dann auch ein Seminar bei dir machen, oder? Ja, genau. Und das, ich denke, ist zu empfehlen. Die Seminare machen wir in